Abstiegskampf pur bekommen die 300 Zuschauer am 29. Spieltag in Rhein zu sehen. Der heimische TSV in Rot wartet immer noch auf den ersten Sieg in der Frühjahrsrunde und will die bittere 1:2 Niederlage gegen Schlusslicht Heimstetten aus der Vorwoche vergessen machen. Die Lechstädter brauchen die Punkte auch dringend, denn als Tabellen-18. Steht man derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz. Von der bedrohlichen Zone konnten sich die Gäste aus Ansbach dank des 1:0-Erfolgs gegen Eichstätt vorerst ein wenig entfernen. Gegen Rhein will der Aufsteiger aber gleich den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Und die Mittelfranken kamen auch wie die Feuerwehr aus der Kabine. Niklas Seefried steckt gleich in der dritten Minute schön durch auf Lukas Schmidt, doch Fabian Eutinger darf sich das erste Mal an diesem Nachmittag auszeichnen. Nur 3 Minuten später quasi die gleiche Situation. Wieder ist es Seefried mit dem Steckpass auf Schmidt. Diesmal macht er es aber besser und trifft zur frühen Führung für die Spielvereinigung. Optimaler Start also für die Gäste. Doch die Hausherren schlugen postwendend zurück. Langer Ball Richtung Ansbacher Strafraum. Blerand Kutischai legt ab auf Patrick Höck und der packt diesen Hammer aus. Überragender Direktschuss vom 22-Jährigen, der damit Torwart Sebastian Heid auf den falschen Fuß erwischt. Alles wieder offen also nach dieser wilden Anfangsphase. Danach beruhigte sich das Spielgeschehen aber ein wenig. Erst in der 33. Minute gab es die nächste Chance für Ansbach. Der auffällige Seefried erkämpft sich an der Mittellinie die Kugel, bekommt dann von gleich 3 Rainer Verteidigern nur Begleitschutz und knallt die Kugel platziert ins linke Eck. Die erneute Führung also für die 09er. Die Hausherren wollten aber auch dieses Mal die schnelle Antwort und kurz vor der Pause wäre es auch fast so weit gewesen. Beim Schuss von Altin Maksouni steht allerdings der eigene Mitspieler im Weg. Ansbach damit mit einer 2:1 Führung nach 45 Minuten, dank eines starken Niklas Seefried. In Durchgang Nummer 2 waren es dann allerdings die Hausherren, die besser aus der Kabine kamen. Nach einer schönen Hereingabe verpasst Lukas Schraufstädter erst noch per Kopf. Höck hat aber dann alle Zeit der Welt und schiebt die Kugel platziert ins linke Eck. Rhein gleicht hier also zum zweiten Mal aus. Und alle guten Dinge sind ja bekanntlich 3. Deswegen gingen die Gäste auch zum dritten Mal in Führung. Klasse Angriff der Mittelfranken über die linke Seite, an dessen Ende Seefried vollstreckt und ebenfalls seinen Doppelpack schnürt. Diesmal konnte sich der TSV aber nicht von diesem Rückstand erholen. Im Gegenteil. Schmidt startet im perfekten Moment durch und bleibt dann auch vor Eutinger cool. Das 4:2 für die Gäste. Mit Ansbachs Nummer 17 trug sich gleich der dritte Spieler an diesem Nachmittag doppelt in die Torschützenliste ein. Zu allem Überfluss aus TSV-Sicht verwies Schiedsrichter Tobias Schultes Maksouni in der 80. Minute nach dieser Notbremse auch noch vom Feld. Beim fälligen Freistoß bekommt dann Bastian Herzner völlig frei den Abpraller, scheitert aber am Pfosten. Das war aber dann auch die letzte Aktion des Tages. Ansbach gewinnt verdient mit 4:2. Ja, ich denke, sehr trauriges Spiel heute für uns. Ich denke, wir haben das ganze Spiel eigentlich gemacht und kriegen letztendlich 4 Tore. Ja, das ist traurig für uns. Aber nichtsdestotrotz will ich das Positive hervorheben, die kämpferische Leistung. Und die spielerische Leistung hat an sich passt, nur halt hinten die Fehler müssen wir einfach abstellen. Das geht zu leicht, wie letzte Woche schon gesagt. Und ja, daran werden wir arbeiten und dann wird es hoffentlich besser. Ja, also ich glaube, wir haben uns heute von Anfang an ein bisschen schwer getan. Ich glaube auch, das Wetter hat was mit reingespielt. Der Platz war sehr schwer zu bespielen. Am Ende haben wir dann die Kurve bekommen, haben dann noch das zweite Tor bekommen und haben dann am Ende wirklich noch die Kurve gekratzt. Haben uns wirklich voll reingekämpft in das Spiel. Ich glaube, das ist sau wichtig, dass wir da drin bleiben. Der Dreier tut uns ultra gut. Wir als Mannschaft haben uns heute brutal verkauft. Und wir müssen einfach da dranbleiben, beißen. Und dann werden wir mit Sicherheit seinen Klassenhalt schaffen. Die Spielvereinigung Ansbach feiert also dank eines starken Niklas Seefried 3 wichtige Punkte in Rhein und springt dadurch auf den 10. Tabellenplatz. Der TSV wartet dagegen weiter auf den ersten Sieg in 2023 und bleibt weiter auf einem direkten Abstiegsrang.